Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Wenn man besser werden will im Schach, ist es ein Vorteil, wenn man neugierig ist. Wenn man neugierig ist auf Schach, auf Partien, auf Stellungen im Schach, wenn man einfach Interesse hat, was in der Schachszene passiert. Man sollte also schon versuchen, mitzubekommen, was für große Turniere laufen gerade, was passiert in der Schachbundesliga, welche Spieler sind gerade stark, welche sind schwach. Was für Partien spielen die? Dass man einfach so eine gesunde Neugier entwickelt, das hilft einem selber, dass man sich erstmal Anregungen holt von dem, was man sieht, dass man sich auch Motivation holt und sich begeistern lässt. Und ich wollte euch in diesem Zusammenhang einfach mal ein bisschen zeigen, wo kann man Informationen finden, was so passiert und was für tolle Turniere gab es gerade und es ist gerade vor 2 Wochen zu Ende gegangen, die Europameisterschaft. Und da habe ich gedacht, wir schauen uns einfach mal an, wo bekommt man Informationen drüber, wie kann man sich's anschauen, wie schaut man sich da Partien an und dann schauen wir uns auch konkret 2, 3 Beispiele an. Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil das Turnier schon faszinierend war, gerade auch, weil die deutschen Spieler sehr erfolgreich waren und dann fiebert man ja manchmal so automatisch mit, wenn man den einen oder anderen Spieler vielleicht irgendwo bei einem Turnier mal gesehen hat oder vielleicht seinem YouTube-Kanal folgt. So, wo kann man? Man kann einfach mal nach Schach-News googeln und dann findet man verschiedene Seiten, zum Beispiel den Schachticker chess-international.com. Da kann man Schach-News finden. Auch bei Schach Chessbase findet man natürlich neben der Werbung für ihre eigenen Produkte auch viele Berichte. Oft findet man hier auch Links zu Livestreams von den Turnieren. Die werden dann oft von interessanten, starken Großmeistern kommentiert. Man kann auch auf der Seite von der Schachbundesliga schauen. Da gibt es auch News, was passiert in der Bundesliga, wer spielt da, in welchen Teams. Auch interessant, hier gibt es auch immer eigentlich Live-Übertragung von jedem Spieltag mit einem bekannten Großmeister, der dann die Partien erklärt. Das ist immer sehr, sehr interessant. Man kann auch auf der Seite vom Deutschen Schachbund schauen, da gibt es auch News. Und dort findet man dann zum Beispiel auch eine News über die Europameisterschaft. Und die ging ja Anfang September zu Ende. Und das waren hier jetzt die deutschen Teilnehmer. Also Blühbaum, Nisipeno, Donchenko, Friedmann, Rasmus Swane, Vincent Kaimer und Niklas Hushenbeet. Und gerade Vincent Kaimer ist natürlich spannend, weil das ist unser größtes Talent. Und Niklas Hushenbeet ist natürlich auch spannend, weil das ist einer der größten deutschen Schach-YouTuber und erfolgreichsten. Macht ja auch viele Schachkurse und so weiter. Und da ist es einfach auch spannend zu sehen, wie schlagen die sich. Und hier sind dann auch der Zeitplan und hier ist auch verlinkt. Und da kommt man auch zum Beispiel auch auf die Turnierseite. Dort gibt es dann auch oft Live-Streams, die dort angeboten werden, wo man reinschauen kann. Und wenn das Turnier vorbei ist und man sich Turniere anschauen will, wie ist das Ergebnis gewesen, kann man das natürlich zum einen auf der Turnierseite machen. Zum anderen gibt es auch Schachergebnis im Server. Hier chess-results.com ist zum Beispiel so einer. Und hier findet man jetzt eigentlich alle FIDE-Turniere, alle Elo ausgewerteten Turniere findet man hier mehr als man möchte. Am besten geht man immer über die Turniersuche und das Einfachste ist, nach dem Turnierort zu suchen. Und die Europameisterschaft war interessanterweise in Reykjavik. Und dann macht man hier suchen. Und dann findet man alle Turniere in Reykjavik, die hier in der Datenbank sind. Und dort findet man dann auch die hier Chess Championship 2021. Und Reykjavik ist deshalb interessant, weil auf Island ja diese berühmte WM stattfand, Bobby Fischer gegen Spassky 72. Und mit dem deutschen Schiedsrichter Lothar Schmidt. Und hier kann man jetzt zum einen die Tabelle, die
überhaupt mal die Teilnehmerliste schauen. Nach Spielstärke sortiert. Und hier haben wir dann zum Beispiel, sehen wir, hier fällt etwas auf. Das ist ja eine Europameisterschaft und der stärkste Spieler hat jetzt hier Elo 2684. Wo ist denn ein Magnus Carlsen? Oder ein Maxime Vachier-Lagrave oder wie auch immer. Das heißt, die Top-Spieler, die haben jetzt hier diese Europameisterschaft, waren nicht dabei. Die gehen dann eher aktuell auf die Superturniere, die brauchen das nicht unbedingt. Diese Europameisterschaft ist aber auch ein Qualifikationsturnier für den Weltcup 2023. Und beim Weltcup kann man sich dann Plätze erspielen für das Kandidatenturnier 2024. Das heißt, wer sich da qualifiziert, dazu muss man hier unter den ersten 23 sein, hat einen Startplatz für den Weltcup und könnte mit viel Glück und Geschick plötzlich im Kandidatenturnier spielen, um Herausforderer für Magnus Carlsen zu werden. Das ist jetzt für viele 2600er vielleicht nicht so interessant, weil das noch weit in der Zukunft ist. Aber es ist eine Chance. Und wenn wir hier jetzt mal runterscrollen, finden wir hier jetzt zum Beispiel mit einer Elo von 2602 Vincent Kaimer, das größte deutsche Talent. Der wäre dann 18. Da wird es plötzlich spannend. Also das ist natürlich eine Chance für ihn, beim Weltcup zu spielen und für ihn wäre es interessant. Er ist in der Setzliste 32. Er müsste es eben unter die Top 23 schaffen. Und hier findet man dann auch das Endergebnis und das kann ich auch schon gerne verraten, weil das ist ja kein Geheimnis, ist ja auch schon 2 Wochen her. Endtabelle nach 11 Runden. Klicken wir hier drauf. Und jetzt haben wir die Endtabelle. Und da sehen wir eben das sensationelle Ergebnis von Vincent Kaimer, der tatsächlich Zweiter geworden ist. Und mit einer. Ups, jetzt habe ich es markiert. Und man kann auch auf den Namen klicken. Macht den Namen auf. Und dann sieht man auch die Ergebnisse von ihm. Da sieht man, gegen wen er gespielt hat. Der Gegner ist tatsächlich Player, also das ist hier kein Platzhalter oder irgendwas. Und da sieht man, gegen wen er gespielt hat, wie das Ergebnis war, wie das seine Elo beeinflusst hat. Man sieht, dass er durch das Turnier 22 Elo-Punkte gewonnen hat. Und man sieht, welche Performance er gespielt hat, das heißt, wie stark er gespielt hat. So ein Ergebnis, man sieht ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siege. 3 Remis, eine Niederlage aus 11 Runden. Solch ein Ergebnis gegen solche Gegner würde man eigentlich von einem Spieler erwarten, der eine Elo von 2750 hat. Das heißt, damit wäre ein Vincent Kaimer in der Top 20 der Welt. Das heißt, man sieht, was für Leistungen er schon bringen kann. Und was man hier noch sieht, ist das sensationelle Ergebnis von Niklas Hushenbeet, der auch eine tolle Elo-Performance gespielt hat von 2683. Und er war ja wieder ein bisschen abgesackt auf 2592. Das heißt, er geht jetzt, gewinnt 15 Elo-Punkte, ist wieder deutlich über, oder ist jetzt wieder über 2600. Und das ist natürlich immer faszinierend zu sehen und das verfolgt man auch, weil man denkt ja immer, wenn jetzt Niklas Hushenbeet ja viel Videos macht, auch Streams macht, für YouTube und dass darunter sein Schach leitet, ist offensichtlich nicht so, wenn man eine 2683. Performance spielt und Achter bei der Europameisterschaft wird. 11. Blühbaum, Friedmann 16., Rasmus Swane 18. und Nisipianu, hoffentlich spreche ich ihn halbwegs richtig aus, hat es nicht geschafft, aber diese deutschen Spieler haben es geschafft. 5 Stück sind für den Weltcup qualifiziert. Es gab auch ein bisschen Geld, 20.000 für den ersten, ich glaube 10.000 für den zweiten. Und schweizerische Spieler, österreichische Spieler haben es jetzt nicht so. Der junge Dominik Horvat war noch ganz gut.
wird ein bisschen Elo gewinnen, aber waren jetzt hier nicht so prominent. Wenn man sich jetzt informieren will, was sind die Spiele, dann kann man immer ganz gut über so Online-Schachdatenbanken losziehen. Und chessgames.com bin ich jetzt hier zum Beispiel. Und hier oben in der Leiste gibt es einen Reiter Players, also Spieler. Und jetzt kann ich hier auch den Spieler suchen. Jetzt gehen wir mal auf K und suchen den Vincent. Wo haben wir ihn? Vincent Keimer. Hier ist er. Klicken da drauf. Und jetzt sehen wir hier erstmal, was er gespielt hat. Hier ein veraltetes Foto. Er ist schon ein bisschen älter inzwischen. Hier, welche Eröffnung er gespielt hat, wie die Ergebnisse waren. Besondere Siege sind hier aufgelistet. Aber hier unten kommen auch die ganzen einzelnen Partien, die es gibt. Und wenn wir jetzt hier ganz ans Ende springen, kommen wir zu den aktuellsten Partien. Und da sieht man, das sind alles die Partien von der Europameisterschaft. Und jetzt kann man hier draufklicken, kann sich hier die Partie anschauen. Oder man kann unten auch PGN View machen und kopiert sich das rüber in eine Lichess-Studie. Und das habe ich schon getan. Ich habe hier eine Lichess-Studie angelegt, verlinke ich auch alles unten, könnt ihr auch drauf gehen. Und dort habe ich jetzt alle Partien reingetan von Keimer und von Huschenbeet, dass man sie sich nochmal anschauen kann. Und ich wollte mit euch mal kurz zwei, drei Partien anschauen, die besonders waren und die mir aufgefallen sind. Und die erste würde ich mal nehmen, David Navarra aus Tschechien gegen Vincent Keimer, weil David Navarra, 2675 Elo-Spieler, war aber schon über 2700, also ist eigentlich ein super Großmeister. Das ist kein offizieller Rang, aber bei allen Großmeistern über 2700 sagt man so super Großmeister. Das heißt, das ist ein riesen Brocken, den er hatte, und Vincent Keimer hat schwarz gespielt und hat das gewonnen. Und das zeigt das eben auch, wie besonders dieses Turnier war. Englische Öffnung. Und das sind natürlich alles schon hier jetzt ganz spezielle. Also das fällt auch auf, wenn man sich diese aktuellen Großmeisterpartien anschaut. Da werden sehr spezielle Öffnungen gespielt, die so auf einen schmalen Grat wandern. Und man versucht dann irgendwie den anderen vielleicht zu erwischen, dass er nicht den besten Zug weiß. Aber das, was hier gespielt wird, das sind alles so Top-Computerzüge. Also da merkt man eben auch die Vorbereitung. Und hier hängt jetzt, also hier ist irgendwie alles angegriffen, da greife ich auch irgendwas bei dir an. Also das ist wirklich ganz scharf, aber auf dem Niveau ist es schwer, jetzt auch den Gegner reinzulegen, weil der sich auch auskennt. Jetzt wird doch geschlagen. Der Springer versucht sich hier umzugruppieren, auch ein interessanter Weg, den dieser Springer gegangen ist. Jetzt wird provoziert, damit der Springer hier reinhüpfen kann. Der Springer wird jetzt aber nicht weggetauscht, sondern den lässt man dort stehen, weil er einfach dort stark ist. Und wir sind jetzt hier schon Zug 19 und Vincent spielt alles Nummer 1 Computerzüge. Also da merkt man eben auch, das ist wirklich Vorbereitung. Und hier jetzt ein interessantes Motiv. Turm, was soll der Turm jetzt da? Ja, der Turm schaut, dass er vielleicht hier rüber kann. Das ist so die Idee. Zieht sich der Läufer zurück. Und jetzt so langsam hat man das Gefühl, jetzt spielen sie so auf sozusagen nicht mehr aus ihrem Wissen heraus, sondern jetzt spielen sie wirklich selber und müssen selber die Züge finden. Jetzt sind sie ein bisschen aus der Theorie raus. Und Schwarz hat hier einen Bauern gewonnen, aber er bekommt ihn auch wieder zurück. Also der ist zum Beispiel hier dreimal angegriffen. Hier oben hängt jetzt ein Bauer, also den Bauer kriegt Weiß zurück. Lässt sich einfach ein bisschen Zeit sozusagen. Und hier kommt jetzt ein schlechter Zug, aber es ist schwer zu, ja, also der König muss natürlich erstmal aus dem Schach raus. Auch kein guter Zug, aber warum nicht? Und da hier gibt es einen ganz tollen Zug für Schwarz, also der ist wirklich sehr subtil, also macht gerne mal Pause und überlegt, was würdet ihr hier spielen?
Wenn ihr auf den Zug kommt, solltet ihr euch überlegen, Supergroßmeister zu werden, weil selbst Vincent Keimer hat den Zug jetzt nicht gespielt. Springer D7. Das ist sogar gewonnen. Also der Computer sagt ja irgendwie plus 7 oder plus 6 oder so. Weil die Schwerfiguren von Weiß sind jetzt alle irgendwie aus dem Spiel raus. Und alle schwarzen Figuren können mit Drohungen in die Stellung rein. Und der König ist hier auch ganz, ganz schwach. Also das ist eine Gewinnstellung. Stattdessen spielte er Turm C5, was auch ja ein normal aussehender Zug ist. Damit ist er so ein bisschen auch, der Läufer kann ihn nicht mehr angreifen. Aber die Bewertung schwankt natürlich jetzt irgendwie von plus 5 auf plus 1 und das geht jetzt die ganzen Züge so weiter, dass es immer so ein bisschen hin und her geht. Hier aggressiv gespielt. Weiß nimmt schon ängstlich einen Turm raus und das ist schön, dass man. Schönes Beispiel für so einen Zwischenzug, dass man eben nicht sofort zurückschlägt, sondern dass man vielleicht erstmal einen Schach gibt oder eine Drohung macht und hier oben droht Matt. Das heißt, er muss erstmal das Matt verhindern. Und jetzt könnte hier sogar Schwarz noch weitergehen, noch mit dem Springer erstmal Schachfiguren in den Angriff bringen oder auch gleich schlagen. Stattdessen holt er sich den Bauern und steht jetzt auch hier gut. Der beste Zug hier wäre für Schwarz jetzt Dame H5. Was soll Dame H5? Noch ein Schach. Komisch, was soll das hin und her? Ja, das hin und her soll folgendes, dass man jetzt plötzlich ein Matt aufbaut. Hier müsste sich jetzt die Dame opfern. Wenn sich die Dame nicht opfert, sondern einfach mal irgendwo wegzieht, kriegt ihr das Matt hin? Also erstmal, das Schach kann ja nicht falsch sein. Und jetzt muss man so das Motiv Treppenmatt im Kopf haben. Jetzt geht die Dame nämlich rüber. Und das ist matt. Also auch ein ganz, ganz toller Zug wäre das gewesen. Erstmal hier rübergehen, Schach sagen. Nochmal Schach sagen. Und jetzt sozusagen den König hier einsperren in einem Mattnetz. Das wäre toll gewesen. Stattdessen kam Dame A1 und das ist jetzt wieder plötzlich Remis. Hier kann Weiß sich jetzt retten und indem er selber ein Matt aufbaut. Er hat ja nicht so viele Figuren. Überlegt mal, ob ihr das Matt irgendwie aufgebaut kriegt. Man droht sozusagen mit dem Matt. Ich zeig's. Ich zeig's nicht. Ich zeig's jetzt. Turm H8. Toller Zug, weil hier droht jetzt das Matt durch die Dame. Und jetzt müsste sich hier eigentlich jetzt Schwarz mit einem Dauerschach irgendwie rausretten. Stattdessen Dame D6 und jetzt wird es hier bisschen brenzlig für Weiß. Er verliert auch weiter Bauern und kriegt selber keine Drohung aufgestellt. Und das ist natürlich hier so eine schöne Taktik, die muss man sehen. Man opfert die Dame, aber lockt damit den König in eine Springergabel rein. Also schöne Taktik. Und der Bauer läuft nicht durch. Hier sind genug Bauern für Schwarz zwei Figuren und hier hat David Navarra aufgegeben. Und ich fand das eben so faszinierend. Wir haben zum einen den Vincent Keimer als größtes deutsches Talent überhaupt. Und wir haben einen David Navarra, der in der Vergangenheit wirklich Riesenturniere gespielt hat, der auch hier eine gute Performance gespielt hat. Der hat nur diese Partie verloren. Und trotzdem geht die Bewertung hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wenn der hier eine Computeranalyse laufen lässt von Lee Chess, habt ihr da auf jeder Seite 5, 6 Patzer drin. Das ist heftig, aber das sind jetzt hier Elite-Spieler. Das sind Top-Großmeister und das sollte uns eben auch mal ein bisschen trösten, uns normalsterblichen Amateure und Hobbyspieler. Das passiert eben auf dem Niveau auch, dass man eine Idee nicht sieht, dass man ein Motiv nicht sieht. Und natürlich ist das ein anderer Level. Klar, gebe ich zu. Und das sind ja auch Züge gewesen, die sieht man so auch nicht.
Also da sind ja wirklich sehr tolle Züge, wie zum Beispiel Springer D7. Ich meine, den hier zu spielen, also da wird man durchsucht werden, ob man nicht irgendwo einen Stockfisch in der Tasche hat. Aber sie waren in der Partie drin. Wir wollen uns noch anschauen, die Partie gegen Demchenko. Demchenko wurde Europameister, war der erste 2500er überhaupt Europameister geworden ist. Er war aber auch schon mal 2600er Spieler. Und Vincent Keimer wieder mit Schwarz, Karo Kann. Hier sind wir so in der Hauptvariante. Und ich spiele hier immer ganz gerne Springer D7. Das geht so auf Anatoli Karpow zurück. Mit der Idee, jetzt Springer F6 zu spielen. Und wenn er tauscht, habe ich meine Bauernstruktur heil. Vincent Keimer spielt das anders, spielt gleich Springer F6. Weiß schlägt und jetzt hat man hier so ein bisschen die Bauernstruktur kaputt. Also man hat diesen Doppelbauern. Der Vorteil ist, man kann die Läufer gut entwickeln. Das gleicht das wieder aus. Und hier würde ich jetzt normalerweise sofort einfach kurze Rochade spielen. Und deshalb sage ich, seid neugierig. Interessiert euch für das, was sozusagen in der Schachszene passiert, was so an Top-Turnieren gespielt wird, was für Spieler gerade gut sind und schaut euch auch gerne Partien an. Man muss ja nicht alles, was da so passiert, aber schaut euch gerne mal Partien an oder schaut in diese Live-Übertragung rein von den Turnieren, weil hier bekommt man plötzlich Anregungen, da kommt man selber nie drauf. Und da sind eben auch Züge, ja, die sagt einem so auch keiner, weil hier natürlich ein ganz anderes Niveau gespielt wird. Und jeder macht hier Rochade, ich natürlich auch. Und was spielt Vincent? F5. Super Idee. Gibt Felder plötzlich für den Springer. Der Springer kann auch hier weiter. Und warum kann man den nicht einfach wegnehmen? Überleg schnell, weil ich zeig's jetzt. Oder mach Pause. Den kann man nicht wegnehmen, weil dann kommt die Dame und gewinnt den Läufer. Also ganz interessant gespielt hier. F5 auf den Zug bin ich nie gekommen. Also super Idee. Und das Interessante ist, jetzt sind die schwarzfältrigen Läufer weggetauscht. Jetzt ist der König hier weg. Jetzt könnte der geschlagen werden. Jetzt ist er wieder gedeckt. Ich habe zum einen hier ein Feld für den Springer und zum anderen habe ich jetzt hier eine Bauernstruktur und er hat ja den weißfeldrigen Läufer, das heißt, der beißt jetzt hier auf Granit. Also ein ganz interessantes Konzept. Und die Dame kann dazwischen die schwarzen Felder kontrollieren, der Springer kann sich hier reinstellen. Also eine super Idee. Der ist angegriffen, der ist aber auch angegriffen. Also sagt sich Weiß, okay, ich gewinne hier einen Bauern und gewinne den Springer. Allerdings ist der ein bisschen unsicher hier und den Bauern hat Schwarz auch zurückbekommen. Und das ist jetzt ein Fehler. Die Dame geht aus dem Spiel raus. Sie droht zwar hier etwas, aber Demchenko übersieht hier, dass sein König so unsicher ist. Und das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Und Vincent Keimer macht das hier ganz, ganz stark. Jetzt denkt man ja, okay, jetzt die Dame ist angegriffen und was soll das? Aber der Turm opfert sich einfach. Und den kann er jetzt nicht zurückschlagen, weil er dann einfach den verliert. Er muss also mit dem König schlagen und jetzt kommt die Dame und jetzt steht der natürlich richtig hier und alle Figuren sind hier im Angriff auf den König und der steht in der Ecke, tut nichts. Und dann ist es auch egal, ob jetzt hier Schwarz seine Qualität geopfert hat, wenn Weiß hier eine Figur stehen hat, die nichts tut. Und hier ist es jetzt schwierig, wie gewinnt man das? Also gut, für so Supergroßmeister ist es vielleicht nicht so unmöglich zu finden. Aber hier gibt es im Grunde zwei Züge, die gewinnen und die deutlich gewinnen. Also da steht Schwarz plus
7, 8 oder irgendwas laut Computer. Zum einen Dame G3, droht mit allen möglichen Abzügen durch den Läufer. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist aber noch toller. Und das ist Läufer D5. Droht hier zu schlagen. Da sagt sich Weiß, okay, kann ich ja wegnehmen. Aber jetzt steht der hier ziemlich in der Bredouille. Jetzt auch schön, den Bauern einfach geopfert, um den Turm hier wegzubekommen. Und jetzt gehen wieder alle in Angriff. Und jetzt auch nicht denken, dass man hier irgendwie mit Matt drohen könnte, weil man geht dann nämlich selber matt. Also den Turm hier wegziehen bringt nichts, man muss den geben. Und jetzt kann man den Damentausch forcieren und hat jetzt drei Freibauern. Also das wäre eben auch gewonnen gewesen. Also in der Stellung gewinnt Dame G3, aber auch Läufer D5. Aber Läufer D5 ist natürlich jetzt schon ein ziemlich fantastischer Zug. Und man macht sich dann vielleicht auch nicht immer so viele Gedanken, einen guten Zug zu finden, wenn man ja hier auch einen gut aussehenden Zug hat. Nämlich einfach das Schach zu geben. Das Problem ist, dass man jetzt keinen Matt mehr kriegt und Weiß hier selber mit einem Matt droht. Und jetzt befinden sich alle Figuren, die eben noch am Angreifen waren, plötzlich im Rückwärtsgang. Und so hat Demchenko sich retten können, weil Schwarz hier den Dauerschach nicht mehr ausweichen kann. Ja, also hier den Sieg mitnehmen und Vincent Keimer wäre Europameister geworden. So war es aber ein fantastischer zweiter Platz. Eine Partie ist mir noch aufgefallen, die ich auch noch anschauen wollte, von Niklas Huschenbeet gegen Mustafa Yilmaz, ein 2630er Spieler. Und Huschenbeet hat mit 3 Siegen losgelegt, lag vorne mit an der Spitze, hat dann eine Niederlage gehabt, ein paar Remis, also aber super Turnier. Und vorletzte Runde hat er auch gewonnen dann. Auch wirklich gegen starke Spieler gewonnen. Und hier kam die letzte Partie. Und es war schon klar, dass er im Grunde unter den Top 23 ist. Das hätte schon sehr seltsam laufen müssen, wenn er da noch rausgefallen ist. Geht jetzt hier mit Weiß in die letzte Partie, in die 11. Runde. Das Turnier war schon lang, sizilianisch. Typisch wäre jetzt hier eben D4, stattdessen das Schach. Rochade. Und jetzt hier interessanter Zug, D3, Läufer D3, da denkt man, der steht doch da total blöd, was soll er da? Aber das Lustige ist, der Läufer stellt sich hier rein. Und das ist jetzt so ein Motiv, was man vielleicht von der spanischen Öffnung kennt, dass der Läufer sich hier reinstellt, damit er nicht vom Springer abgetauscht werden kann. Also ganz interessant gespielt. Schwarz geht vor, Weiß geht vor und hier kommt das, weshalb mir die Partie so aufgefallen ist. Hier ist nämlich etwas passiert. Huschenbeet hat Remis angeboten. Und da sein Gegner eben auch schon mit dem Remis zufrieden ist, weil er dann auch den Weltcup-Quali sicher hat, haben sie hier Remis gemacht. Nach 9 Zügen. Und das ist mir eben aufgefallen, weil das genau ein Problem ist von Turnierschach. Und solche Remis, sogenannte Großmeister-Remis, die machen im Grunde das Turnierschach und diese klassischen Turniere mit langer Bedenkzeit kaputt. Weil sie im Grunde die Fans alle enttäuschen. Die wollen nicht solch eine Partie sehen. Die wollen eben sehen, dass da zwei wirklich um den Sieg kämpfen und nicht nach 9 Zügen Remis machen. Aber das ist ein Grundproblem, das es im Schach gibt. Solche Remis-Partien. Oft ist es so, dass die Spieler es auch vorher absprechen. Die begegnen sich und sagen, oh, komm, ich brauche nicht, du, nur lass uns Remis machen. Es gab vor ein paar Wochen einen Bericht von der New York Times über das Turnier, in dem Sergei Kajakin seine letzte Großmeisternorm macht, als er 12-Jähriger war. Da kriegt man so ein bisschen Eindruck, wie es da abläuft. Wenn einer noch die Norm braucht und
In diesen Turnieren spielen dann auch oft Großmeister, die so auf dem absteigenden Ast sind. Die lassen sich dann auch mal irgendwie kaufen für eine Partie, für ein Remis und sagen, okay, und selbst für eine Niederlage. Also das ist eben das Schlimme. Und deshalb, ich sage nicht, dass das hier abgesprochen war oder sonst was, aber es ist einfach unambitioniert gespielt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass jetzt ein Huschenbeet zum Beispiel auf YouTube 90.000 Abonnenten hat. Davon sind viele Fans, ich auch. Und wenn man dann so eine Partie sieht, die völlig unambitioniert gespielt ist am letzten Tag, dann ist das einfach schade. Also ein IM Levi Rossmann, Gotham Chess mit 1 Million Abonnenten, der hat neulich auch ein Turnier gespielt, ein Titelturnier. Und da hat er Remis-Angebote abgelehnt, weil er einfach sagt, nein, ich bin nicht hier, um Remis zu spielen. Was sagen denn nachher meine Fans, sondern ich bin hier, um Schach zu spielen und zu gewinnen. Und es wäre ja überhaupt kein Problem gewesen, hier einfach eine Partie zu spielen. Und mit einem Sieg hätte er ja auch noch Vierter werden können. Das heißt, solche Remis-Partien sind einfach ein Problem im Schach. Man kann sich das mal so vorstellen. Was würdet ihr denken, wenn dort Bayern gegen Dortmund spielt und die gehen nach 10 Minuten vom Platz und sagen, Remis reicht uns. Wir spielen nicht weiter. Das Spiel hat nicht 19 Minuten, wir hören nach 10 Minuten auf, Remis fertig. Und warum sieht man das im Schach anders? Natürlich gibt es im Schach, hat jeder einen Vorteil davon und aus sportlicher Sicht ist es vielleicht clever. Aber es diskreditiert Turnierschach und so etwas führt dazu, dass es irgendwann dann nur noch Schnellschachturniere gibt und Blitzturniere gibt. Die Königsdisziplin sind aber Langpartien, sind Turniere mit klassischer Bedenkzeit und dann sollten Spieler nicht solche neuen Züge-Remis machen. Das schadet dann einfach dem Ansehen vom Schach und dem Ansehen von Turnierschach und Langpartien. Deshalb war mir diese Partie auch aufgefallen. Genug geschimpft. Tolle Leistung von Huschenbeet und von Vincent Keimer vor allem. Von der Qualität, von der Stabilität in den Partien hat mir Huschenbeet sogar fast noch besser gefallen als Vincent Keimer. Vor allen Dingen hat er schöne Partien in Endspielen gewonnen. Vincent Keimer ging doch ein paar Mal so ein bisschen hin und her. Ihr habt gesehen, wie es in der Partie war. Aber ein 2750er Elo-Leistung ist natürlich Wahnsinn und das zeigt, wie stark er jetzt schon ist und was wir da noch zu erwarten haben. Ich wollte euch ein bisschen Geschmack drauf machen, euch in der Schachszene umzusehen, so ein bisschen zu verfolgen, was so passiert, was es so für Turniere gibt. Ich wollte euch zeigen, wo ihr Informationen findet über Turniere, über Partien. Ich packe die Links unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr selber stöbern. Und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.